So bekommt ihr jedes Auto kostenlos. Wie geil. Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus. Und heute zeige ich euch, wie gesagt, einen Glitch, wie ihr jedes Auto kostenlos bekommen könnt. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und wie die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch eigentlich? Naja, für diesen Glitch braucht ihr einmal eine Basis. Und in der Basis braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Mein Tipp, nimmt einen kostenlosen Elegy. Davon abgesehen muss die Basis voll sein. Das ist ganz wichtig für diesen Glitch. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise, klar, hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Und zu guter Letzt braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen CEO Tower, inklusive Firmengaragen. Und in diesem CEO Tower braucht ihr einen Partybus. Und bevor ihr jetzt sagt, so, boah, nee, scheiße, habe ich ja gar nicht, ich habe keinen Partybus in meiner Garage. Das Geile hier dran ist, den CEO Tower inklusive Firmengarage plus Partybus könnt ihr haben für diesen Glitch. Oder was auch geht, euer Freund hat das. Das funktioniert genauso. Deswegen, Leute, nicht verzweifeln. Wenn ihr es nicht habt, sucht einen Freund, der es hat. Und Leute, ihr oder euer Freund braucht ein Fahrzeug, was man gut benutzen kann, um Straßenfahrzeuge umzukippen. Also sprich zum Beispiel hier ein Sonderfahrzeug, diesen Phantom Vantage da oder irgendwas anderes, womit man ein Fahrzeug einfach umkippen kann. Aber gut, habt ihr das Ganze, dann können wir mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit euren Freunden irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn ihr trefft euch jetzt beim CEO Tower. Egal, ob es jetzt euer CEO Tower ist oder von eurem Freund, macht keinen Unterschied. Denn ihr oder euer Freund bestellt jetzt den Partybus aus der Firmengarage. Ist der Partybus da, dann steigt ihr ein. Und wenn euer Freund euch verglitschen wollt, steigt euer Freund ein und ihr steigt jetzt bei eurem Freund ein. Hauptsache, ihr seid alle, die verglitscht werden wollen, in diesem Partybus. Denn das Ziel ist es jetzt, mit dem Partybus in die Firmengarage wieder reinzufahren und wählt jetzt auch die Garage aus, die Firmengarage, wo das Ganze herkam. In meinem Fall ist es, glaube ich, die Firmengarage 1 gewesen. So, habt ihr das Ganze ausgewählt, dann werdet ihr merken, dass ihr so einen richtig komischen, verbuggten Screen habt. Denn ihr werdet jetzt hier einen unendlichen Ladescreen bekommen. Habt ihr diesen unendlichen Ladescreen, dann geht ihr jetzt ins PlayStation-Menü und sucht jetzt unseren Bot raus. Die Botnamen, by the way, habe ich in die Kommentare bzw. Videobeschreibung reingepackt. So, auf der PS5 ist es jetzt zum Beispiel hier Anavac 1P5. Den suchen wir uns jetzt hier einfach raus. Sind wir jetzt auf dem Profil, gehen wir jetzt hier einfach auf GTA beitreten. So, und alle Meldungen, die jetzt in GTA erscheinen, da wir jetzt unserem Bot beitreten, akzeptieren wir jetzt einfach mit X. Sprich, die erste Meldung akzeptieren wir, dass wir beitreten möchten. Die zweite Meldung akzeptieren wir, dass wir den Zielmodus ändern möchten. Und die dritte Meldung akzeptieren wir, da wir nicht ihm beitreten können, weil es eine Einladungssitzung ist. So, wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr wieder runterspawnen in einem Partybus. Und ihr werdet merken, dass das Ganze immer noch extrem verbuggt ist. Und naja, um das Ganze wieder, sag mal, zu fixen, müsst ihr einfach wieder aussteigen. So, wenn ihr ausgestiegen seid und einmal kurz durch die Map gefallen seid, spawnt jetzt wieder an der Oberfläche. Und zu diesem Zeitpunkt seid jetzt alle in den GIF-Cast-Suspensen-Modus. So, als nächstes müsst ihr jetzt zu eurer Basis. Seid jetzt bei eurer Basis angekommen mit eurem Freund, sucht ihr es euch als ein Straßenfahrzeug aus, was auch in die Basis reingefahren werden kann. Also irgendein normales Straßenfahrzeug. So, habt ihr jetzt ein Straßenfahrzeug, dann bestellt jetzt über das Interaktionsmenü das Sonderfahrzeug, womit man theoretisch dieses Straßenfahrzeug umkippen kann. Also sprich, ihr bestellt das Sonderfahrzeug oder euer Freund. Das ist jetzt völlig egal, wer das jetzt hat. Hauptsache, es ist da. So, in meinem Fall bestelle ich es jetzt hier einfach. So, wurde dieses Sonderfahrzeug geliefert, womit man gut umkippen kann, dann fahrt ihr jetzt mit dem Fahrzeug in die Basis rein. Denn dadurch, dass die Basis voll ist, werdet ihr jetzt die Meldung erhalten, dass die Basis halt voll ist. So, in dieser Meldung müsst ihr jetzt einfach chillen, denn jetzt kommt der Part von eurem Freund. Denn euer Freund steigt jetzt in das Fahrzeug ein, womit man gut Straßenfahrzeug umkippen kann und, wie gesagt, kippt das Fahrzeug um. Denn das Ziel ist es jetzt, dass dieses Straßenfahrzeug auf der Basisplatte auf dem Dach liegt. Und ja, Leute, je nachdem, welches Straßenfahrzeug man jetzt hier benutzt, kann das auch manchmal länger dauern. Aber egal, ist alles Übungssache, ihr werdet das hinbekommen. Ist das Fahrzeug jetzt auf dem Dach und euer Freund gibt es das Zeichen, jo, du liegst auf dem Dach, kannst es weitermachen, dann drücken wir jetzt X. Und zwar, dass wir jetzt in die Basis rein wollen. Aber das wird nicht passieren, da wir auf dem Dach liegen. Jetzt müssen wir einfach aussteigen. Sind wir jetzt ausgestiegen, müssen wir uns hier selber umbringen. Das bedeutet, Interaktionsmenü öffnen, ganz unten scrollen und Selbstmord begehen.
So, haben wir es erstmal begangen, dann holt es euer Freund das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. So, in meinem Fall ist jetzt hier der Brigade 6x6 gemoddelt. Und ja, Leute, diese Sonderfahrzeuge sind zum Beispiel mit diesen Gift Custom Friends absolut möglich. Aber egal, denn ihr müsst jetzt euren Freund zu diesem gelben Punkt von der Basis lotsen. Denn das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, muss auf diesem gelben Punkt von der Basis stehen. Sprich, wenn euer Freund irgendwie falsch steht, müsst ihr sagen, ey, fahr noch ein bisschen weiter rechts, links, bla bla. Ich glaube, ihr versteht das System. Steht das Fahrzeug jetzt ungefähr so bei euch wie bei mir jetzt hier im Video, dann könnt ihr sagen, ey yo, perfekt geparkt, kannst bitte aussteigen. So, euer Freund steigt aus und ihr steigt jetzt einfach in diesem Fahrzeug ein. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr jetzt, obwohl das jetzt das Fahrzeug eurem Freund ist, trotzdem gefragt werden, ey yo, deine Basis ist voll. Und jetzt drückt ihr einfach X. Und wenn ihr später in der Basis drin seid, setzt ihr das Fahrzeug mit dem kostenlosen LLG und bumm, Leute, ihr habt dieses Fahrzeug kostenlos in eurer Garage bekommen. Und das Geile an diesem Glitch, Leute, es ist ein Back-to-Back-Modus. Das bedeutet, wenn ihr wieder aus der Basis rausgeht, seid ihr immer noch in dem Modus und könnt wieder von vorne anfangen, ab dem Punkt, wo ihr zur Basis gefahren seid. Wie geil ist das denn? Aber gut, Leute, das war es jetzt eigentlich zu diesem Gift Custom Friends Glitch. Und ja, den Gift Custom Friends Stream werde ich ja im Januar veranstalten. Und ja, wir werden diesen Gift Custom Friends Stream mit diesem Gift Custom Friends machen. Also bereitet euch schon mal vor für Januar und macht alles, damit ihr diesen Glitch machen könnt. Aber gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine Gift Custom Friends Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.